Guten Tag. Wenn du auch manchmal nicht verstehst, und es gibt auf dieser Welt auch viele Dinge, die wir nicht verstehen, so hieß es in diesem Lied, auch wenn du nicht verstehst, warum, weshalb und wieso, Gottes Wege sind unausforschlich. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und darüber will ich sprechen. Mach Jesus keine Vorwürfe. Gott, warum bin ich in einer armen Familie zur Welt gekommen? Warum bin ich in Russland geboren oder warum bin ich in Afrika geboren? Warum bin ich nicht in Amerika geboren? Verstehst? Wir hätten so viele Dinge, die wir Gott vorbringen können. Warum, 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 warum und warum? Ich verstehe vieles nicht. Und deshalb möchte ich etwas sprechen, darüber sprechen. Dinge, die wir nicht verstehen, lass sie stehen einfach und überlass sie Gott. Denn seine Wege sind unerforschlich. Petrus hat den Herrn Jesus einmal zur Seite genommen, nachdem er etwas gesagt hat. Zuerst mal, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hat der Heiland erzählt, dass er sterben wird, dass er gekreuzigt wird. Und dann hat Petrus gesagt, aber das widerfahre dir nicht. Dieser Petrus, von dem heißt es, er nahm es ganz schön und lieb Jesus auf die Seite, wie so ein Vater, Arme umgelegt und sagt, Kind, beruhige dich, denn wahrscheinlich war Petrus etwas älter, er war verheiratet, wir wissen nicht, ob er Kinder gehabt hat, aber auf jeden Fall hat ein großes Haus gehabt in Kapernaum, war Genossenschaftsboss, das war er von den Fischersleuten. Er nahm Petrus beiseite und machte Jesus Vorwürfe. Stell dir vor, Jesus werden Vorwürfe gemacht. Er wollte Jesus aufklären. Das ist gar nicht nötig. Das kannst du dir alles sparen, lieber Herr Jesus. Du musst, ja, und das ist genau, du musst selbst wissen, was du tust, was Gottes Wege sind. Soll ich das tun? Soll ich jenes tun? Soll ich diesen Weg gehen? Soll ich jenen Weg gehen? Deine Wege sind nicht Gottes Wege und Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Nun, dein Körper ist dir übergeben, zu deiner Verantwortung. Du kannst mit deinem Körper machen, was du willst. Du musst nur eines Tages vor Gott stehen und verantworten, das und das habe ich gemacht und das und jenes habe ich nicht gemacht. Wer seinen Körper verdirbt, so heißt es einmal in der Heiligen Schrift, den wird auch Gott verderben. Also ich muss schon auf mein Auto aufpassen. Gott hat dieses Fahrzeug gegeben für den Rest meines Lebens und es hält 50, 60, 70, manchmal sogar 100 Jahre. Nur nebenbei, wir sind dafür verantwortlich, was ich aus meinem Körper mache, wie ich lebe, wie ich mich ernähre, ja, wie stressig ich lebe. Wundere dich nicht, wenn Leute manchmal Krebs bekommen und so weiter, weil sie sich so ärgern und so aufregen, so gestresst sind. Viele Leute werden selbst krank, die machen sich selbst krank. Also ärgere dich nicht, dann hast du Ruhe und Frieden und du lebst in Ruhe und Frieden. Du kannst deinen Körper verderben und wir müssen alle auslöffeln, was wir uns einbrocken. Wenn wir nicht richtig schlafen, nicht richtig essen, nicht richtig dies und nicht richtig das tun, wir sind verantwortlich für unseren Körper. Auch jetzt mit der ganzen Impferei. Ich bin für meinen Körper verantwortlich. Ob ich gesund werde oder nicht gesund werde, was aus meinem Leben wird. Ich bin verantwortlich und dergleichen. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 3, da heißt es vom Herrn Jesus Christus, er wurde gescholten. Und er schalt nicht wieder zurück, er wurde ausgeschimpft. Du Sohn Gottes, willst ja Christus sein, willst ja Messias sein, was ist, wo lebst du, mit wem gehst du da um? Du bist bei den Sündern, Zöllnern, Pharisäern und was weiß ich. Er konnte niemand recht machen. Ein Mensch auf dieser Erde kann nicht allen Menschen recht machen, nur nebenbei. In Matthäus Kapitel 26, Vers 60 heißt es, Petrus aber folgte Jesus von Ferne bis zum Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, wie wird die Sache ausgehen. Dass Jesus aufsteht, die Römer rausschmeißt, die hohen Priester rausschmeißt, das hat er im Tempel mal gemacht, beim Einzug in Jerusalem. So, was wird passieren? Petrus wollte unbedingt sehen. Er war neugierig, er hat seine Nase reingesteckt in eine Sache, die ihm gar nichts anging. So, nun nebenbei, und die hohen Priester aber und das ganze, der ganze Hohe Rat suchten falsche Zeugnisse oder Zeugen gegen Jesus, dass sie ihn töten und sie fanden kein Zeugnis. Beim Petrus hätten sie was gefunden. Petrus, du kennst doch ihn, sag, erzähl mir, was hat er alles gesagt, was tut er? Also Petrus sollte auch als Zeuge auftreten, aber er hat gesagt, ich kenne den Menschen nicht, ich will mit diesen Menschen nichts zu tun. Wir müssen auch den Hintergrund sehen, warum dieses Mädchen ihn so provoziert hatte. Man suchte falsche Zeugen gegen Jesus. Der eine sagte das, der andere sagte jenes. Und zuletzt traten zwei herzu, die lange Zeit mit Jesus zusammen gewesen sind und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel abreißen in 3 Tagen und in 3 Tagen kann ich wieder aufbauen. Also in 3 Tagen passiert dieses Wunder da. Jesus hatte, das hat er gehört. Viele Leute erzählen
über uns manchmal, was sie hören, was sie lesen, auch über dich ganz persönlich und machen sich da ein Bild. Lass es. Das geht die Leute nichts an. Du solltest dein Leben leben. Und dann der Hohepriester stand auf und sprach zu Jesus: Hörst du, was die alles erzählen? Du willst den Tempel abreißen. Man hat 40 Jahre gebraucht, um den Tempel aufzubauen damals. Und jetzt willst du in 3 Tagen abreißen und wieder aufbauen. Und was sagst du dazu? Aber Jesus schwieg still. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Wenn Probleme da sind, wenn Schwierigkeiten da sind. Und er schwieg still. Mund halten. Er schwieg still. Er stand da einfach und er saß da. Lass die schimpfen, lass die reden, lass die malen, lass die schreiben, lass die diskutieren. Jesu wurden so viele Vorwürfe gemacht. Und ich werde über diese Vorwürfe sprechen, denn Jesus sollte ja angeklagt werden und belastet werden, dass er gar nicht in diese Welt gehört. Versuchst du hier in dieser Welt? Du bist hier am falschen Platz. Es war kein Raum in der Herberge damals, das wissen wir auch von dem Herrn Jesus. Ich denke nur die Frommen zuerst mal. Die Frommen haben Probleme mit Jesus. Ich denke nur Martha und Maria, als der Lazarus gestorben ist. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ein Vorwurf. Herr, hättest du eingegriffen, hättest du auf mein Wort reagiert, hättest du meine Bitte ernst genommen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Stell dir sowas vor, dein schwerer Vorwurf. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Oder die Israeliten haben sich bei Gott beschwert. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Wir verhungern und verrecken hier in dieser Wüste. Kein Wasser, kein Brot, kein Fleisch, nichts ist da. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Und jetzt, wir können gar nicht in dieses verheißene Land rein. Da sind Riesen und feste Städte. Warum hast du uns rausgeführt? Du siehst diese Vorwürfe an Gott, an Jesus und an dem Heiligen Geist. Ich könnte auch da Geschichten sagen und erzählen, was manche Charismatiker, Pfingstler machen. Heiliger Geist, warum hast du mich inspiriert? Warum hast du mir diese Vision gegeben? Warum hast du mir diesen Traum gegeben? Und warum war das alles hier? Vorwurf gegen Gottes Führungen. Warum sind wir in so in Schwierigkeiten hineingeraten? Hätten wir die Gemeinde gar nicht kennengelernt, wären wir mit diesen Leuten nicht zusammengekommen, hätten wir unsere Ruhe gehabt. Oder in Matthäus 11, Vers 19, da lese ich von dem Bericht, was die Leute über Jesus sagen und Johannes den Täufer gesagt haben. Jesus kam, fastete und trank kein Wein, nur Heuschrecken und wilden Honig hat er gegessen. Und da hieß es, der ist von einem Dämon besessen, also Johannes der Täufer. Nun aber ist das Menschensohn, sagt Jesus, ich also bin gekommen, ich esse und trinke wie jeder andere auch. Und jetzt heißt es, er frisst und säuft und seine Freunde, das sind die Zöllner und die Steuer und die Sünder. Jesus musste viel aushalten, viele Anklagen, Beschuldigungen, viele Vorwürfe. In Markus Kapitel 3, Vers 21 lese ich, und sie machten sich auf und wollten ihn greifen, also diese Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Knechte der Hohepriester, sie wollten greifen und es hat nicht geklappt. Sogar seine eigenen Geschwister, seine eigene Mutter, die eigentlich wissen sollte, dass er von Gottes Gnaden ist, und die sagten, der ist von Sinnen, der ist verrückt, der spinnt. Als Wanderprediger will er durch die Lande ziehen. Warum musste Jesus sterben? Hätte sich da wirklich sparen können, dass er das nicht alles muss und so weiter. In Markus 14, Vers 12 lese ich weiter beim Verhör hier. Das war mal das Schlimmste gewesen, so ein Widersprechen der Sünder gegen sich selbst erduldet. Petrus hat Jesus verleugnet, das hörte mit. Ich kenne den Mann nicht. Ich habe noch nie was von ihm gehört. Und er leugnet seine Zugehörigkeit zu Jesus, als er erkannt wurde von diesem Mädchen. Im Verhör Jesu werden haltlose Vorwürfe gegen Jesus gebracht, die alle in sich zusammenfallen, falsche Zeugen. Stell dir mal vor, du bist in einer Gerichtsverhandlung und da steht einer nach dem anderen auf und erzählt alles Mögliche, was du gemacht hast, wie du dich benommen hast, was du dabei angehabt hast, wo du gesessen bist und was weiß ich. Und erst als der hohe Priester Jesus selbst fragt, bekommt die Anklage Hand und Fuß. Und was sagst du dazu, Jesus? Ja. Du behauptest, du wärst Sohn des Hochgelobten, du wärst Sohn Gottes und so weiter, du wärst der verheißene Messias. Und Jesus antwortete, ich bin's. Und dann sagt er noch weiter, und ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zu Rechten der Majestät Gottes und kommen in Wolken des Himmels. Und dann zerreißt der Hohepriester sein Gewand und sagt, was wollt ihr noch mehr? Ihr habt es selber gehört, ihr seid jetzt Zeugen. Hast du es gehört? Ja. Und daraufhin
bedarf er keine Anklage mehr, braucht keine Zeugen mehr. Alle haben es gesehen und gehört, diese Gotteslästerung. Ich bin Sohn Gottes, ich bin der Messias. Und er stellt sich Gott gleich. Und schau, was Jesus beschuldigt wurde. Jesus hat nie gesagt, ich bin der Sohn Gottes. An keiner einzigen Stelle, ich bin der Sohn Gottes. Er sagte immer, ich bin der Menschensohn. Aus dem Propheten Daniel damals. Denn der war verheißen, dieser Messias als Menschensohn. Hat nirgendwo gesagt, ich bin Gottes Sohn. Das hat nicht gewagt. Er hat sich erniedrigt. Er wollte nicht als Raub gelten, dass er was Besonderes sein wollte. Und Jesus bejaht, spricht aber gleich darauf, ich bin des Menschensohn. Ich bin der Verheißene, den der Vater im Himmel verheißen hat. In Daniel Kapitel 7 haben wir diese Geschichte. Und ihr werdet sehen, des Menschensohn kommen in Wolken des Himmels. Und er wird die Völker richten, vor allem die Heidenvölker. Und Pilatus später fragt ihn auch, bist du der König der Juden? Und Jesus sagt ja. Er bejaht diese Frage. Er, also wenn er direkt gefragt wird, sagt er immer die Wahrheit. Aber diese Zeugen stehen auf und die erzählen welche Märchen. Ich habe es gehört, ich habe es gesehen, ich war dabei. Und guck mal, was er alles gemacht hat. Jesus hat so viele Würdetitel. Menschensohn, König der Juden, der Messias, der Christus und dergleichen. Ich bin es, ich bin es. Und dazu bin ich auch in diese Welt gekommen. Er repräsentiert alle Heilsgestalten des Alten Testaments. Er ist der verkörperte Moses, der verkörperte Johannes, der Täufer, der Elia, der kommen sollte. All das, dieser Heilbringende. In Matthäus 11 fragt Johannes der Täufer noch einmal, bist du es oder sollen wir auf jemand anders warten? Und bist du es? Und dann sagt er, erzähl dem Johannes, was ihr seht. Es geschehen Zeichen und Wunder, Kranke werden geheilt, Aussätzige werden gereinigt, den Armen wird das Evangelium verkündigt, Tote stehen sogar auf. Ja, bist du es oder müssen wir auf jemand anders warten? Such die Antwort selbst bei Gott. Was ist Jesus? Finde selbst heraus, was ist er für dich und was ist er für mich? Jeder muss selbst individuell herausfinden, was ist Gott für mich? Pilatus fragt nochmals, haben wir es, da lese ich hier in der Bibel, antwortest du nicht, siehst du, wie die dich verklagen, wie viele Vorwürfe sie dir bringen? Jesus lässt alles über sich ergehen, die ganze Gülle über sein Leben ausschütten, über sein Dasein als Sohn Gottes. So ein Widersprechen der Sünde hat er gegen sich selbst erduldet. Und Pilatus sagt weiter hier, guck mal, wie hart sie dich verklagen, was für Vorwürfe sie dir machen. Und Jesus antwortete nicht mehr. Und das hat Pilatus verwundert. Warum verteidigt er sich nicht? Normalerweise, wenn die Leute dich anklagen, das Gewöhnliche, das Normale ist, man verteidigt sich, man boxt sich durch. Und dieser Richter Pilatus wundert sich, dass Jesus sich nicht mehr verteidigt. Er geht auch gar nichts ein auf diese Vorwürfe, die man ihm macht. Wir sollen von Jesus lernen. Er war demütig und sanftmütig. Er war stille, er regte sich nicht auf. Wenn die Leute ungerechterweise dich beschuldigen, lass es. Lass die Sache laufen. Es wird sich alles rausstellen in der Ewigkeit. Gott ist ein gerechter Richter. Pilatus versucht, das Volk von diesem Anklagen zu befreien, schafft es auch nicht. Er will sich den Barabbas vorstellen, wollte den oder den König der Juden oder den Barabbas, diesen Mörder, diesen Schwerverbrecher, diesen aufständischen Rebellen hier, Barabbas. Barabbas heißt der Sohn des Vaters. Wollte den haben oder wollte Jesus den König haben, den er von sich aus sagt, dass er der König wäre? Er will Amnestie für Jesus, er will Jesus freilassen, aber Jesus sagt gar nichts. Er verteidigt sich nicht. Er verteidigt sich nicht. Wollt ihr wirklich, dass ich den Barabbas, den Mörder, euch freigebe? Und da erkannte Pilatus, weißt du, Leute kommen von selber drauf. Da erkannte der Pilatus, dass die hohen Priester ihn aus Neid überantworten, aus Neid ihn ans Kreuz bringen möchten, aus Neid ihn aus dem Volk auslöschen möchten, aus Neid. Und du siehst, was Neid für eine Macht ist, aus Neid. Aber die hohen Priester wiegelten das Volk auf und so weiter, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe und dann kreuzige ihn. Siehst du, zuerst einmal, die essen Jesu Brot, die erleben Jesu Wunder, die erleben die Gegenwart Jesu und jetzt plötzlich, wie schnell das Volk umschwenkt und jetzt plötzlich kreuzige ihn. Pilatus gibt dem Volk nach, er kreuzigt, lässt Jesus kreuzigen und in diesen beiden Verhören Jesu vor dem hohen Priester und vor Pilatus, wir sehen, es geht immer um Jesus, um die Frage, wer ist Jesus? Was hältst du? Was bin ich?
Und wir wissen ja diese Frage beim Petrus, da wo Petrus nachher später Jesus auf die Seite nahm, das widerfahre dir nicht. Was sagen die Leute, dass ich bin? Ja, der eine sagt Jeremia, der andere sagt, du bist der Propheten einer, du bist Elia, du bist dies und dies und jenes. Aber was sagt ihr, dass ich es bin? Was sagt ihr? Die Frage ist, was sagst du? Welchen Vorwurf bringst du Jesus im Positiven wie im Negativen? Was bringst du? Hat meine Gebete nicht erhört? Hat mir nicht bisher geholfen? Ich habe nichts von Jesus gehabt? Oder du sagst, er ist mein König, mein Herr. Aber das musst du auch genau wissen, dass er dein Herr ist und dein König ist. Was ist er? Wer ist Jesus? Es geht um Jesus hier. Die einen sagen, er ist schuldig der Gotteslästerung, er ist des Todes schuldig. Pilatus sagt, er ist unschuldig. Die Veronika, die Frau von Pilatus, kommt morgens und sagt, du hast mit diesem Mann nichts zu schaffen. Ich habe heute Nacht sehr viel gelitten. Ich habe geträumt, dass wir ein Gerechter, hat mit diesem Mann nichts zu schaffen. Das ist recht durcheinander, dass wenn es als seine Frau dann kam, hat mit diesem Mann nichts zu schaffen. Er ist ein Gerechter. Und das Volk schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wen soll ich freigeben? Wer ist jetzt der wahre König in eurem Leben? Die Soldaten, die dabei standen, nachher die ihn geißelten, die verspotteten ihn. Das will der König der Juden sein. Ach, so ein armseliger Kerl. Und dann setzen sie ihm noch eine Dornenkrone auf und sie verspotten seine Ämter, haben ihm die Augen zugebunden, gibt ihm eine Ohrfeige und sagt, Weissage, wer hat dich geschlagen? Vorwürfe gegen Jesus. Guck mal, was Jesus alles durchgehalten hat. Wenn wir die ganze Passionsgeschichte lesen, was er alles durchgemacht hat, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, dieser Lazarus. Meine Gebete hast nicht erhört, als ich dir die Nachricht sandte, den du lieb hast, der ist schwer krank. Du hast meine Frau nicht gerettet, meinen Mann nicht gerettet, verstehst du? Die sind gestorben. Ich habe so gebetet und so gerungen, dein Wille geschehe. Aber was ist da passiert? Jesus gibt eine komische Figur ab. Hier, da steht er und wird gegeißelt, verspottet, angespuckt, verhöhnt. Steht vor dem Richter und der Richter empfindet, er als unschuldig. Dieser Pilatus. Dann wird an seiner Stelle ein Mörder freigelassen, ein Verbrecher, ein Schwerverbrecher. Und der Unschuldige wird schuldig gesprochen. Pilatus wundert sich, weil Jesus keinen Gebrauch von seinem Recht macht. Das römische Recht ist, dass du dich verteidigen kannst. Das ist das römische Recht. Also du darfst dich verteidigen, ob es jetzt durchkommt oder nicht, ist jetzt einerlei. Aber du darfst dich verteidigen. Aber Jesus verteidigt sich nicht. Da solltest du von Jesus was lernen. Dich nicht verteidigen. Ich habe Recht. Mir steht es zu. Lieber Gott, ich muss gesegnet sein und muss gesegnet werden. Nein. Jesus verhält sich anders als die normalen Sterblichen. Er war unsterblich. Halleluja, Lob und Dank. Er weist alle Schuldzuweisungen so ganz normal durch Schweigen von sich. Wenn ihr stille seid, wird Gott für euch streiten. Heißt es in der Bibel so. Der Herr Jesus war stille. Er nimmt alles auf sich. Erzählt alle Märchen, was ihr wollt. Alle Lügen. Erzählt, was ihr wollt von mir. Und wir suchen immer einen Schuldigen, so einen Sündenbock. Und Jesus ist der Sündenbock für alles Mögliche. Und Barabbas wird dem Volk mit Freude aufgenommen. Gebt uns Barabbas, diesen Mörder. Und Jesus wird gehängt und er gekreuzigt. An ihm bleibt alles hängen. Alles, was der Barabbas verbrochen hat, das bleibt an Jesus jetzt hängen. Stell dir mal vor, er nimmt alle Schuld auf sich, der Sohn Gottes nimmt alles auf sich. Wird schuldig gesprochen als der Verbrecher. Als der Gehasste wird vom Volk ausgestoßen, denn der Barabbas, der Mörder, wäre ausgestoßen worden aus dieser Gesellschaft und er schweigt. Jesus schweigt. Jesus schweigt. Lerne von ihm. Er tritt an die Stelle des Barabbas, des Aufrührers, des Mörders. Er lässt das Urteil Barabbas und so weiter, die Todesstrafe über sich ergehen, denn er war ein Aufständer, der eine ganze Horde wahrscheinlich angeführt hat. Die Schuld liegt jetzt auf Jesus. Jesus nimmt alle Schuld auf sich. Ja, das ist die Geschichte, worüber ich spreche. An Jesus geschieht der Wille Gottes. Der ringt dreimal im Garten Gethsemane, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Viele Leute wissen nicht, was der Wille Gottes ist. Die denken, dass alles glatt geht, dass alles schön ist, verstehst du, dass Gott allen führt und segnet. Nein, der Wille Gottes ist, dass wir schuldig werden für andere Menschen. Für die,
die einfach gottlos gleichgültig durch in diese Welt leben und gar nicht achten auf das Gebot Gottes. Jesus und Gott wollte, dass Jesus sich dem Willen Gottes beugt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, was der Wille Gottes ist. Die denken, ich muss in die Mission gehen, ich muss jetzt predigen, ich muss jetzt Zeugnis geben. Nein, der Wille Gottes ist, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und Jesus schwieg. Gott wollte so, dass Barabbas unschuldig rumläuft. Barabbas war wahrscheinlich in der Gemeinde später, denn der Name ist in der Bibel bekannt. Barabbas, der Sohn des Vaters. Und ja, jetzt lebte ein verfehltes Leben und alles, was er war, das liegt jetzt alles auf Jesus. Jesus hat alles auf sich genommen. Und dieser Barabbas hat jetzt eine ganz neue Identität, kann frei rumlaufen. Schau, das ist Jesus. Jesus entsündigt die Menschen. Er entsündigt die Menschen. Barabbas hat zwei Arten von Leben, zwei Identitäten. Er ist der Mörder auf der einen Seite. Und das sind wir auch. Wir sind Sünder auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, weil Jesus alles auf sich genommen hat, ist er ein freier Mann. Keine Frage kann mehr gestellt werden, wen hast du umgebracht, wie viel hast du umgebracht. Er war der Mörder, aber er ist jetzt frei gesprochen aufgrund, weil Jesus alles auf sich genommen hat und er schwieg. Jesus schwieg. Barabbas ist frei von diesem Urteil als Verbrecher. Er ist ein ganz neuer Mensch und jemand, der jetzt ganz neu anfangen darf, das ist Barabbas. Er ist zugleich Sünder und gerecht. Und so laufen auch wir durch diese Welt. Sünder und gerecht. Mach Jesus keine Vorwürfe, warum du hier und dort geboren bist oder nicht diese Eltern hast, nicht in einem Haus von Millionären zur Welt gekommen bist. Was weiß ich, was wir manchmal so denken. Und uns wird zugemutet, den Mörder jetzt in unserer Mitte zu akzeptieren. Diesen Barabbas, genau dort sitzt er. Der hat einen Menschen auf sein Gewissen und damit musst du zurechtkommen. Der ist Dealer, Terrorist. Verstehst du? Das ist er. Und jetzt musst du diesen Bruder, diese Schwester akzeptieren, was die alles auf dem Gewissen hat. Und du darfst ja, die Tat nicht einfach vergessen. Das war er. Er war ein Mörder. Aber du musst schweigen. Jesus hat die ganze Schuld auf sich genommen. Er hat geschwiegen. Er hätte Grund gehabt, den Stein zu heben und zu schmeißen. Er hätte das Recht gehabt. Mörder bleibt Mörder. Also die Geschichte verändert sich gar nicht. Barabbas war ein Mörder. Und er war in der Gemeinde, in der Urgemeinde, in der Christengemeinde in Jerusalem. Sohn des Vaters. Überleg einmal. Jesus hat seine ganzen Lasten, alles was ihn so bedrückt hat, was ihn schlecht gemacht hat, auf sich genommen. Und es wird zugemutet, uns wird zugemutet, Brüder und Schwestern, uns wird zugemutet, dass wir ja, uns dieser Leute erbarmen und annehmen, dank Jesus, weil er geschwiegen hat. Hätte er nur ein Wort gesagt, das wäre okay, aber er hat nichts gesagt. Er hat die Ehebrecherin nicht gesteinigt, er schwieg. Und es ist ja, eine Zumutung, den Mörder zu akzeptieren. Und wir haben ja auch hier in unseren Gottesdiensten Mörder und Schwerverbrecher gehabt, die lebenslänglich hatten. Ja, und du sagst, bitte, bitte, Johannes, ja. Aber diese Leute, die sind entsündigt worden durch Jesus Christus. Und ich möchte einfach sagen, wir müssen tolerant werden. Weil wenn Gott sie annimmt, wer bin ich, dass ich sie nicht annehme? Wenn Gott sie ablehnt, wer bin ich, dass ich sie nicht ablehne? Denn ich muss genau das machen, was Gott macht. Und Gott, Jesus Christus, hat diesen Barabbas angenommen. Er schwieg. Er schwieg. Das ist für mich so eine kleine Stelle, eine kleine Passage in der Bibel, aber ist so gewaltig. An der Stelle eines jeden Schuldigen, ja, das schwieg er. Deine Sünde, wenn die vorgelesen wird, wird Jesus auch schweigen in der Ewigkeit einmal. Und er schiebt die Schuld weg. Denn die Gnade ist größer als das Verbrechen. Und wem Gott gnädig ist, dem ist er gnädig. Denk einmal, schau die ganze Kirche, die ganze, nicht Kirchengeschichte, muss nicht durchgucken, aber schau die ganze Heilsgeschichte, die ganze Geschichte der Bibel, da sind Verbrecher drin, die haben Blutschuld auf sich geladen und Gott schweigt. Die Verurteilung Jesu war ein Justizskandal. Verstehst, der Heilige stirbt und der Mörder läuft frei rum. Der Unschuldige schweigt und leidet. Die Soldaten spucken und spotten. Der, ach, komm, armer Troppel, verstehst du? So haben sie sich gedacht. Versetz dich einmal in der Psyche des Barabbas jetzt. Ich, der Verbrecher, ich darf frei rumlaufen und der hängt am Kreuz.
Vielleicht ist er zum Kreuz gelaufen, geguckt, dort hätte ich hängen sollen. Der Gerechte, der stirbt, damit der Schuldige gerecht wird. Und das ist Evangelium für mich. Jesus starb für die Verbrecher. Ich werde nicht erstaunt sein, verstehst du, wenn ein Nazi-Größen plötzlich uns im Himmel begegnen. Und du auch, Adolf oder Eichmann oder was weiß ich, wie die alle hießen, Himmler. Verstehst du, bist im Himmel? Wie bist du da reingekommen? Verstehst du, solche Verbrecher waren dieser Barabbas, ein Aufständler, ein Unruhestifter. Und jetzt ist Barabbas Sohn des Vaters, des himmlischen Vaters. Barabbas, verstehst du? Und wir werden durch Jesus Christus Söhne Gottes. Und Jesus, der Sohn Gottes, wird hier kreuzigt, wird verschoben, wird aus dem Volk rausradiert, in die Wüste geschickt. Und ein anderer ist jetzt für diesen Verbrecher gekreuzigt worden. Diesen Glauben an das neue Leben schenkt Gott uns allen. Jedem Einzelnen. Jesus schweigt. Und er tut den Willen des Vaters. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Der Heilige stirbt für die Ganoven, Verbrecher. Macht Jesus keine Vorwürfe. Macht Jesus keine Vorwürfe, dass er für die Verbrecher stirbt und die Heiligen da, die lässt er sitzen. Was sagt Jesus? Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken. Du wirst geschockt sein. Lass ihn das sein, was er war. Er war das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus, er kam zu retten und selig zu machen, was verloren ist. Das war seine Mission. Wenn ich Markus Kapitel 8 von Vers 27 bis 35 lese, werde ich nicht lesen. Aber wenn ich das lese, dann kündigt er seine Leiden an. Und Petrus sagt, das widerfahre dir nicht, Herr. Das widerfahre dir nicht. Wir möchten einen heiligen Jesus haben, einen glänzenden Jesus, einen strahlenden Jesus, einen siegreichen Jesus. Aber was ist Jesus wirklich? Ein zerschundener, zerschlagener, gedemütigter, verachteter Gott. Ich werde nachher noch auf einen Gedanken kommen, verstehst? Was macht mich zu schaffen? Petrus wollte verhindern und abwenden und vermeiden, dass das nicht klappt, was er sich da in den Kopf gesetzt hat, als Welterlöser, als Heiland und als der Messias, der für einen Verbrecher stirbt, für diesen Barabbas. Wenn Jesus ihm widersprochen hätte, diesem hohen Priester und so weiter, dann wären wir alle verloren gewesen, aber er schwieg. Er schwieg über deine und meine Sünde. Wir haben so viele Vorwürfe, dass wir sagen, Herr, warum hast du mich nicht berufen, da großer Superstar zu werden, mich nicht berufen, das und jenes, warum hast du mich nicht erwählt, warum hast du gerade mich das und das? Wir hätten so viele Punkte, die ich Jesus vorbringen würde. Aber lass es. Er schwieg. Er schwieg auf alle Argumente. Und Barabbas hätte seine gerechte Strafe bekommen, aber Jesus tat das, was er wollte, um Menschen zu retten, die Todeskandidaten sind. Warum? Jesus war der Unsterbliche. Er wusste sowieso, am dritten Tag werde ich auferstehen. Warum soll ich mich so aufregen? Ich schweige. Ich lasse jetzt diese paar Minuten Schmerzen, Spott und Hohn über mich ergehen. Im Judentum ging es um die Anwendung der Gesetze. Ich denke nur an die Ehebrecherin. Die Frau ist des Todes schuldig. Eigentlich im Ehebruch ist der Mann auch schuldig. Dann muss man immer zwei sein. Der eine, der die Ehe bricht, und der eine, der es zugelassen hat, oder der eine, der das macht. Wenn jemand mordet, dann muss der eine wieder andere bestrafen. Und wo im Topf ist, das auch im Deckel. Oder, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und Jesus sitzt und schreibt im Sand, du Lügner. Oh, bei mir stimmt was nicht. Und so sind sie nacheinander rausgegangen. Jeder hat sich selbst irgendwo gesehen in diesem Spiegel Gottes, was Jesus im Sand schreibt. Und die sind alle rausgegangen. Jeder Dreck am Stecken, lass uns ganz ehrlich sein, Jesus schweigt. Er schreibt einfach. Dieb, Betrüger, und er schlägt die Steuern, macht das und macht dies und so weiter, ist ein Rebell. Und jeder hat sich selbst irgendwo wiedergefunden, als er gesehen hat, dieser Heilige, er, der von keiner Sünde wusste, ist uns zur Sünde gemacht. Denn er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So, wer kann überhaupt selig werden? Das hat auch der junge Mann gefragt hier, der Jüngling, der zu Jesus kam, die Forderung Gottes, wer kann sie erfüllen? Kannst du sie erfüllen? Keiner. Selbst der Heiligste nicht. Selbst ein Moses nicht, der so
zubereitet war für den Dienst Gottes, 40 Jahre in Ägypten, 40 Jahre beim Jethro in der Wüste und so weiter. Zubereitet, er war wirklich zubereitet, aber auch er hat seine Macken gehabt. Ich finde 7 verschiedene Sünden, die der Moses hatte. Der war jähzornig, aggressiv, dem sind oft die Nerven durchgegangen. Wer kann die Forderung Gottes erfüllen? Und Jesus hat dem reichen Jüngling gesagt, halte die Gebote. Ja, das habe ich schon gemacht. Und dann, Jesus hat sein Herz gesehen, sein Herz hing am Reichtum. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und dann haben die Jünger gesagt, Herr, wer kann überhaupt selig werden? Auch ein Vorwurf. Herr, wer kann überhaupt selig werden? Wer kann das Gesetz Gottes erfüllen? Und in der Bibel heißt es, wer an einem Punkt im Gesetz versagt, versagt am ganzen Gesetz. Da kannst du noch so anständig und so brav fahren und lieb sein. Wenn du einmal versagst, versagst du immer. Einmal durch, bist du immer durch. Kannst machen, was du willst. In 2. Mose 20, Vers 19, da lese ich, die Israeliten am Sinai bitten Moses, und als er vom Berg runterkommt und sein Angesicht strahlt, wie das Angesicht eines Engels, verstehst du, so war er erleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, rede du mit uns, damit wir leben, erzähle du mir uns von Gott und so weiter. Wenn wir mit Gott selber reden, wir werden sterben. Die haben gewusst, wenn ich mit Gott rede, werde ich mit Gott sterben. Aber Gott schwieg. Und es ist gut, dass Gott schweigt und dass Gott anders redet. Hier über Jesus. Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, ein für alle Mal ein Opfer zu bringen. Und Jesus ist nach Römer Kapitel 10, Vers 4, des Gesetzes Ende. Er entschärft die Bombe, das Gesetz Gottes hier. Diese ganzen Buchstabengläubigkeit und das ganze heilige Leben. Verstehst du, wer kann überhaupt selig werden? Wer kann die Gebote Gottes halten? Und eines der Gebote Gottes, was Jesus laufend übertreten hat, er ist zur Sünde geworden, war das Sabbatgebot. Ja, das Sabbatgebot. Und da, damals die Juden waren nicht so streng, aber die Pharisäer waren super streng. Wenn du am Sabbat was machst, da darfst du gar nichts machen. Du darfst nicht einmal kochen. Verstehst du, ich frage mich, wie haben die es gelebt? Damals wahrscheinlich sich kalt ernährt. Die haben nicht Elektroherd gehabt oder mit Zeituhr. Ich habe ein paar Juden aus Israel, ich habe sogar orthodoxe Juden, also die haben gesungen bei mir in der großen Kirche und so weiter. Die haben, da habe ich gesagt, ich schlafe dort und dort im Hotel. Und dann fragte er, ja, wir wollten gerne zu Fuß zum Gottesdienst gehen. Wie weit ist es? Ein Sabbatweg, habe ich gesagt. Und die haben genau abgemessen, wie viel Meter dieser Weg ist, verstehst du? Ja, kein Meter zu weit, den Sabbatweg. Ja, und du darfst gar nicht aus dem Haus gehen. Und wenn Sabbat, verstehst du, die Leute heute verstehen gar nicht, was das alles auf sich hatte am Sabbat. Jesus heilt am Sabbat, Jesus macht alles am Sabbat. Sabbat war der Tag des Herrn eigentlich. Der Tag des Herrn. Er macht Wunder am Sabbat, ausschließlich am Sabbat. Nur nebenbei. In Jeremia Kapitel 17, Vers 21 lesen wir, hütet euch um eures Lebens willen, dass der Tag des Sabbats eine Last, am Tag des Sabbats eine Last zu tragen durch die Tore Jerusalems. Hütet euch, sogar eine Handtasche darfst du nicht tragen, auch das ist eine Last. Gar nichts. Auch dürft ihr am Sabbat keine Last aus eurem Häuser raustragen, nicht einmal Müll darfst du wegtragen am Sabbat. So heilig ist dieser Tag, keine Arbeit verrichten. So wie ich euren Vätern geboten habe, wenn ich so die Bibel studiere, Jesaja Kapitel 58, Vers 13, eigentlich sollten die Juden Sabbats Gebot erfüllen, aber die haben es auch nicht erfüllt, verstehst du? Die haben auch ihre Sachen gemacht, ungelogen. Wenn ich so Talmud lese, dann lese ich lauter Tricks, die sie anwenden, um diese Sabbatsgebote zu umgehen. Dann nehmen sie einen Sattel aus Wasser, denn in dem Sabbatgebot heißt es, du darfst auf dem Wasser gehen, aber du darfst nicht zu Fuß gehen. Und sie sitzen auf dem Esel mit dem, auf dem Wasserschlauch. Sitzen sie da, ja, ich bin auf dem Wasser, verstehst du? Gott austricksen, Gott kann man nicht austricksen. Gott kann man nicht austricksen. Wenn du am Sabbat nicht aus dem Haus gehst und so weiter, keine Geschäfte machst, das war am Sabbat geboten. Aber was ist bei uns heutzutage? Der Sonntag, auch der Tag des Herrn, ist der Packesel der ganzen Woche. Da wird die Arbeit nach Hause genommen, wird zu Hause weitergearbeitet. Und alles, was man die ganze Woche nicht geschafft hat, das macht man am Sonntag. Eigentlich sollte man am Sonntag ruhen und in die Kirche gehen, beten und sich selbst so regenerieren.
Und in der Predigt, Bergpredigt, sagt Jesus die berühmten Sätze: Ich aber sage euch. Und das war schon ein Vorwurf: Herr, warum hast du nicht ihm gesagt? Sag doch der Maria, dass sie in die Küche kommt und hilft. Aber ich sage euch. Verstehst du, du siehst, wie die Menschen Vorwürfe für Jesus machen. Dieser Faule sitzt da und horcht die ganze Zeit auf Jesu Worte, nimmt sich so viel Zeit für Jesus, verschwendet ihre kostbare Zeit nur für Jesus. Jesus hebt hier sich ab von den Rabbinern. Ich aber sage euch, auch vom Gesetz, den ganzen Gesetzlehrern hier, die auf das Gesetz peinlichst achten, dass es ja getan wird. In der Bibel heißt es, dass Sabbat ein Ruhetag sein sollte. Ja, und er will Ruhe für unsere Seelen schenken. Matthäus Kapitel 11, Vers 28. Aber wo ist diese Ruhe? Wenn ich so die Christen anschaue, bin ich geschockt. Die haben keinen Frieden. Am Sonntag da verreisen sie, machen Picknick, da wird gegrillt. Ach, was weiß ich, was da gemacht wird. Aber Ruhe, was ist wirklich Ruhe? Ruhe in Gott. Jesus will helfen, die Lasten des Alltags zu bewältigen. Und ich will euch Ruhe geben, nicht wie die Pharisäer. Kommt her zu mir, mein Joch ist sanft und mein Joch ist leicht. Weißt du, das Joch Jesu ist angepasst auf unsere Schulter, dass es uns nicht drückt. Ist brauchbar, drückt mich nicht, ist meine Situation angemessen. Ich will euch Ruhe geben für euer Leben, dass ich alltagstauglich bin. In Markus Kapitel 2, Vers 27, der Sabbat ist für den Menschen und nicht für den Sabbat gemacht, für den Menschen. Und wir müssen hier verstehen, nicht religiös werden, nicht begottisch werden, nicht scheinheilig werden für dich, für den Herrn, der Tag des Herrn. Nein, Gott hat den Sabbat gemacht für dich und mich, damit wir Ruhe haben, damit wir uns entspannen, damit wir am Montag wieder arbeiten können. Oder die Stelle ein bisschen anders aus übersetzt: Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann den Menschen unrein machen, sondern das, was aus den Menschen rauskommt. Mach Jesus keine Vorwürfe, ist meine Botschaft. Die Bibel lehrt ganz was anderes, als was die meisten Christen Land auf Land ab verstehen. Was sind die göttlichen Wahrheiten? Was will der Herr? Ja, ganz besonders hier, dass wir Frieden haben, inneren Frieden, einfach Ruhe in Gott. Wenn ich die Streitgespräche im Neuen Testament sehe und so weiter, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben im ganzen Land, so wie die Moslems, Religionswächter gehabt, also so, ja, solche besondere Wächter gehabt, so Gruppen, die sollen genau aufpassen. Hält er sich an die Gebote Gottes? Hält er sich nicht an die Gebote Gottes? Zahlt er den Zehnten? Macht er das? Und sie haben die Tore überwacht, ganz genau, bis auf das I-Pünktchen. Und immer wieder, sobald Jesus was tat, haben sie gleich Jesus zur Rede gestellt. Ja, deine Leute waschen sich die Hände nicht. Sie machen Jesus einen Vorwurf, weil seine Leute sich die Hände nicht waschen. Weil den Alten war gesagt, die sollen das und das tun. Und was macht Jesus? Er wäscht den anderen sogar die Füße, nicht die Hände. Und sagt, hier habe ich euch ein Beispiel gegeben. Nicht die Hände zu waschen, sondern die Füße zu waschen. Eine Botschaft für sich selbst. Jesus wurde von ihnen kritisch beobachtet, streng beäugt, was er sagt, was er macht, mit wem er sich abgibt, zu wem er hingeht. Ja, Jesus hat sich mit Frauen abgegeben, mit Kindern abgegeben. Wer ein jüdischer Mann war, damals ein großer Sünder, vor allem wenn er noch Rabbiner war, dass er mit einer Frau auf der Straße spricht. Aber das setzt sich hin in Samaria auf dem Brunnen und wartet, bis diese Prostituierte rauskommt. War es nicht eine Prostituierte, aber lass mal, wir stellen diese Sünden, die Übersetzer sagen Sünderin, die kommt raus und Jesus sagt, gib mir zu trinken. Die erbittet etwas von dieser Frau, gib mir uns was zu trinken. Du, ein jüdischer Mann, sagt Jesus, bittest von mir Wasser? Ihr wollt ja eigentlich mit uns Juden nichts zu tun haben, aber mit uns Samaritern nichts zu tun haben, du. Und Jesus hat diese Frau zu Gott geführt, ihr Problem gelöst, ihr gedient. Jesus will schlechten Leuten dienen. Er schwieg. Er hat sich nicht gekümmert, was die Leute denken, was die Rabbiner denken, was die Religionswächter denken, die Tora-Wächter, Koranwächter, würde ich heutzutage sagen. Das wird dann gleich werden die Leute geschnappt und ausgepeitscht auf offener Straße, was er sagt. Ja, mit wem er sich abgibt, mit den Zöllnern. Ach, der spricht mit den Zöllnern. Diesen Gaunern, die das Volk unterjochen. Denn wir müssen sehen, die Spannung, die damals existierten. Das Land wurde hier von den Römern besetzt und
Und die Zöllner, die haben von den Leuten das Letzte genommen, das letzte Hemd womöglich manchmal, das Land ausgesaugt. Was, mit denen gibt er sich ab? Und dann, wie schmatzt er beim Essen? Lukas Kapitel 7, Vers 34 oder Matthäus 11, da lese ich, seht, dieser Fresser und Weinsäufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder, seht, Jesus Vorwürfe machen, dass Jesus sich mit so einem Gesindel sich abgibt, mit Landstreicher, er ist ja selber ein Landstreicher, aber trotzdem, dass er sich mit diesen Leuten abgibt. Vorwurf, dass Jesus sich mit Ungläubigen, Gesetzlosen, Sündern abgibt, mit Aussätzigen, mit Kranken abgibt, um Himmels Willen, und das will mein Heiland sein. Die meisten möchten so einen süßen, netten Heiland haben, verstehst du, aber das ist nicht dieser Heiland, den du dir vorstellst. Er sagt in Markus Kapitel 2, Vers 17, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und gerade denen geht er nach, den Geisteskranken, den Besessenen, den geistlich Gestörten und geistig Gestörten. Er geht rüber sogar zu dem Schweinebauer auf der anderen Seite vom See Genezareth, der einen bösen Geist hat, den niemand bänden und binden kann. Der, ja, der sogar in eisernen Ketten, die zerreißt er. Er geht rüber und sagt ihm die Wahrheit, was sein Problem ist. Und der Mann, der macht keinen großen Zirkus. Ich treibe dir den Teufel aus und was weiß ich. Nein, er sagt, beruhige dich, setz dich mal hin, zieh dich mal anständig an. Gott liebt dich, auch wenn du Schweinebauer bist. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind des Allerhöchsten, du bist Barabbas, Sohn des Vaters. Oder du bist die Tochter des Vaters, du bist Sohn des Vaters. Und so weiter, setz dich hin. Und dieser Mann setzt sich hin, bekehrt sich. Und wir denken jetzt, die Dämonen sind aus dem Mann rausgefahren und in die Schweineherde reingefahren. Nein, so ist es nicht gewesen. Denn Jesus tötet keine Tiere. Sondern, weißt du, was da passiert ist in Wirklichkeit? Und dann sagt dieser Bauer, der ist der Großgrundbesitzer, was soll ich mit den Schweinen machen? Ja, stell dir mal, ein Kinobesitzer von Pornoladen bekehrt sich, verstehst du? Und dann fragt er, was soll ich jetzt machen mit diesem Pornoladen? Soll ich zerhacken, zerstören, soll ich verkaufen, was soll ich damit machen? Und sowas bei diesem Schweinebau. Dann sagt Jesus, mach was du willst. Dann jagt er sie alle den Abhang runter im See Genezareth. Das hat er gemacht, das waren seine Schweine. Und er kann mit seinen Schweinen machen, was er will. Verstehst du das? Das muss man nicht dem Teufel überlassen. Und er trennt sich und dieser Mensch wird nach Hause gehen und erzählen, was passiert ist. Deshalb kommen die anderen Schweinebauern auf. Also geh aus unserer Gegend raus, Jesus. Denn wenn du noch länger bleibst, da werden noch mehr Zeichen und Wunder passieren. Da werden noch mehr Menschen von den Schweinen frei. Denn den Juden war ein Schwein, unreines Tier, Aasverbeseitiger, nur damit wir es wissen. Und Jesus erklärt alle Speisen rein. Weißt du, Weinsäufer und Fresser, er erklärt alle Speisen rein. Was zum Mund reingeht, verunreinigt den Menschen nicht, sondern was zum Mund rausgeht. Jesus ist nicht so kleinkariert, wie manche denken. So engstirnig. Das Sabbatthema ist in dem Evangelium sehr arg dominant. Diese Konflikte, die da geschehen sind, Jesus zeigt, nämlich das war das höchste Gebot für die Juden, Sabbat. Denn deswegen waren sie 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft für die Sabbate, die sie nicht gehalten haben als Strafe. Wir wollen nicht nochmals bestraft werden. Jesus marschiert durch die Saatfelder, pass auf die Vorwürfe, was die Menschen Jesus bringen. Und seine Jünger laufen da in die Ehre raus und zerreiben und essen die Körner. Und dort, und sie gehen durch das Ehrenfeld durch. Und das noch am Sabbat, verstehst du? Verstehst du? Jesus war sehr tolerant, er war nicht so engherzig. Lies mal Matthäus Evangelium Kapitel, Markus Evangelium Kapitel 23. Er rauft die Ehren raus, Mundraub. Für Jesus war Mundraub keine Sünde. Ist auch heute nach unserem Recht auch immer noch Mundraub, ist keine Sünde. Wenn du unterwegs bist und du hast Hunger, kannst du einen Apfel pflücken. Das ist kein Dieb, kein Stehlen. Aber du sollst nicht Äpfel pflücken und verkaufen und Geschäfte machen. Mundraub. Du siehst, wie Jesus ist. Jesus zeigt, wie man lebt, auch am Sabbat, was für ihn Sünde und was für ihn keine Sünde ist. Gott will nicht, dass wir mit leerem Magen durch die Gegend laufen. Und er ist nicht kleinlich und kleinkariert, das ist nicht Jesus. Jesus geht seine Strecke und er geht seinen Weg am Sabbat, ob es erlaubt ist oder nicht. Denn wenn er durchs Ehrenfeld geht, er hat nicht berechnet, wie weit er gehen sollte, ein Sabbatweg. Er verstößt gegen das fromme Brauchtum damals, er schweigt.
Denn es gab so viele Gründe. Ich kann mir vorstellen, der eine sagt das, der andere sagt das. Tausende haben Jesus beobachtet, denn die haben das Brot gegessen. Da sind mindestens 15.000 Leute dabei gewesen. Und sie hätten Grund gehabt, ihn anzuklagen, und sie haben ihn angeklagt. Der Sabbat, sagt Jesus, ist für den Menschen gemacht und nicht für Gott und auch nicht für sonst irgendjemand. Für den Menschen. Der Mensch soll ruhen. Und Gott hat uns Dinge gegeben, mit denen sollten wir sorgfältig umgehen. Was machst du aus deinem Leben? Damit hat er Sabbat noch nicht abgeschafft, nur nebenbei, sondern vermenschlicht, praktisch angewandt. Und die Dinge, die wir in der Bibel lesen, die sollen wir vermenschlichen, umsetzen auf unser persönliches Leben, auf unser Alltag, menschlich werden, nicht göttlich. Die meisten möchten göttlich werden, aber Gott will, dass wir menschlich werden, normal werden. Aber da kommt noch was, verstehst du, diese Jünger Jesu, die arbeiten nicht, und die Jesus-Schmarotzer, verstehst du, diese Jünger, diese Apostel, die mit Jesus rumpilgern durch im Lande, die sollen ja mal schaffen. Guck mal, Petrus verlässt seine Familie, da sogar die Schwiegermutter Fieber kriegt, die wird krank. Ja, er war verheiratet, der lässt die Familie hängen. Wir sollten als Christen vernünftig sein, runterkommen, menschlich werden. Jesus, seine Jünger, ja, die haben die Anklage gehabt, ihm werden Vorwürfe gemacht, die sind alle Schmarotzer, Jesus-Schmarotzer, die schlagen sich durchs Leben durch und dann, die halten den Sabbat nicht, die machen das nicht, die sind nicht so fromm, wie wir das sind. Wir. Jesus wird der Vorwurf gemacht, dass er das alles toleriert, den Ehebruch, die Ehescheidung hier. Was sagt Jesus? Guck mal, was da alles erzählt. Die bringen diese Ehebrecherin hier oder auf frischen Ehebruch ertappte Frau zu Jesus. Und was sagt Jesus? Wenn, ist es verboten, sich scheiden zu lassen. Aber wenn ihr schon trennt euch, dann muss die Frau einen Scheidebrief kriegen. Moses hat es geboten, dass es schriftlich geht. Nicht nur so wie bei Moslems, ein Klaps auf den Hintern und dann kann es gehen. Aber so ist es. Damals haben die Leute nicht schriftlich gehabt. Verstehst du? Nein, du sollst einen Brief geben, anständig entlassen, und wer dann eine Geschiedene freit, der hat dann die Ehe gebrochen, die nicht richtig getrennt wurde, verstehst du? Nicht richtig geschieden wurde, der hat die Ehe gebrochen, denn die Frau steht ja dem Mann zu. Jesus war schon komisch in all diesen Dingen. Wenn Jesus sagt, geh wieder heim, weißt du, was das heißt? Geh wieder heim, geh zu deiner Frau, geh zu deiner Familie. Wir sollen nicht Jesus-Schmarotzer sein, in aller Liebe. Geh zu deiner Familie, versöhn dich mit deiner Familie. Denn die meisten Besessene und Kranke, die haben Probleme gehabt, weil sie ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst, zu Gott und zu der Familie hatten, zu ihren Mitmenschen. Geh zu deiner Familie. Nicht alle hat er in die Nachfolge genommen, diesen blinden Bartimäus oder wen auch immer. Nein, viele, die meisten, fast alle hat er immer heimgeschickt. Geh nach Hause. Hier heim, zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu wem auch immer. Jesus wird der Vorwurf gemacht, alles Mögliche, was er alles macht, religiöser Aufbruch, darf nicht auf Kosten der anderen Menschen gehen, auf Kosten der Familie. Ich will Gott dienen, oh, ich will den Weg des Herrn gehen. Nein, geh zu deiner Familie, versorg deine Familie. Wenn die versorgt ist, dann können wir uns nicht unterhalten. Geh einer geregelten Arbeit. Wenn ich so die Briefe des Paulus lese, Paulus schreibt sehr viel gegen diese frommen Schmarotzer. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. So knapp ist, verstehst du, so kurz. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und damals gab es viele Leute, die sich so mit Religion durchgeschlagen haben. Vorwürfe. Jesus, wir haben so viele Vorwürfe gemacht, die du gar nicht glaubst, was so alles rauskommt. Die Tora ist für den Menschen gegeben, also die Bibel, das sind die fünf Bücher Moses, die sind für den Menschen gegeben und nicht für den lieben Gott. Die meisten Leute denken, die Bibel ist für Gott gegeben. Nein, die Bibel ist für uns Menschen gegeben, damit wir wissen, wie wir zurechtkommen sollen, wie wir als Menschen leben sollen. Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so steht es in der Heiligen Schrift. Die zwischenmenschliche Rücksicht, die Achtsamkeit und so weiter hat Vorrang. Einer achtet den anderen höher wie sich selbst. Das ist so, die Bibel ist nicht für Gott. Das ist nur, was Gott will, wie wir glücklich leben. Das ist die Betriebsanleitung für unser praktisches Leben. Das ist die Bibel. Aber Gott wird so vieles vorgeworfen. Was steht alles in der Bibel? Nein, wir sollen die Bibel beherzigen. Der Sabbat ist für den Menschen. So, dass unsere Beziehung zu Gott stimmt, dass wir Zeit für uns selbst mal haben. 6 Tage sollst du arbeiten und dann einen Tag in der Woche mindestens solltest du dann Pause machen. Mal durchschlafen. Mal, ja,
sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Oder das Wohl des Menschen ist Gott sehr wichtig, hat Vorrang vor einer religiösen Pflichterfüllung. Dein Wohl hat Vorrang vor irgendeiner religiösen Pflichterfüllung. Ich habe hier in Berlin Leute gehabt, da sind sie zu irgendeinem Arzt, Doktor gewesen. Sie waren bei uns, beim Billy, aber die sind auch noch woanders hingefahren. Und dann haben sie gehört, was er gesagt hat, wir sollen beten und wachen. Und dann haben sie nachts um 12 Uhr Wecker gestellt, um 3 Uhr Wecker gestellt, verstehst du? Und die sind nervlich fix und fertig geworden und gewesen. Und jemand kam zu mir in der Seelsorge und sagte, warum, wieso bist du so verrückt? Er sagte, der Bruder sowieso hat gesagt, wir sollen beten und wachen. Auch nachts beten, verstehst du, und den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Nein, Gott will, dass die Nacht zum Schlafen ist. Und nicht, dass wir da durch die Gegend rennen und beten und den Gebieten, den Geistern, den Mächten und so weiter. Nein, du sollst für deinen Körper sorgen. Das ist so wichtig. Das Wohl des Menschen ist wichtiger. Das Wohl der Familie ist wichtiger als alles andere. Seit Jesu gab es viele Schriftgelehrte, so Bibelforscher, nicht Jehovas Zeugen, ernste Bibelforscher, die genau nach der Schrift leben wollten, nur noch für Gott da sein. Verstehst du? Nein, erfülle deine normalen Pflichten im Leben, ja, im Alltag, in der Gesellschaft, bezahle deine Steuern oder arbeite mit, ehrenamtlich, wie auch immer. Und diese Schriftgelehrten, sie reden nämlich und tun es nicht. Das sind die Schriftgelehrten. Sie reden es und die tun nicht. Sie binden euch schwere Lasten, unerträgliche Lasten auf, legen sie auf eure Schulter und so weiter, belasten die Menschen. Sie selbst aber, sie machen nicht mal den Finger krumm. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen zur Schau zu stellen. Oh, ich bete, um 12 Uhr stehe ich nachts auf, 3 Uhr nachts oder morgens schon. Verstehst du, muss ich wieder aufstehen und ich bete, ich suche den Herrn. Nein, der Herr wird nicht gesucht, sondern wir sollen permanent beten. Ohne Unterlass steht in der Bibel, das ist mehr als 2 Stunden da irgendwann. Ja, ohne Unterlass. Die wollen für den Leuten groß erscheinen und sie machen sich breite Gebetsriemen, wickeln sich um den Arm, um den Stirn, bilden sich so einen Klotz da und laufen durch die Gegend, haben lange Quasten. Sie lieben aber den Ehrenplatz bei den Gastmählern und den Ehrensitze in der Synagoge. Sie wollen immer vorne sitzen beim Pastor oder Prediger, den Rabbiner. Ja, ja, und sie wollen immer begrüßt werden. Ach, ich bin so froh, Bruder, dass du da bist. Oder Schwester, ich bin so glücklich, dass du da bist. Verstehst du? Nein, sie wollen immer geehrt werden. Das ist, was Jesus gesagt hat. Das ist gar nicht göttlich. Jesus hat immer den letzten Platz genommen und dann auf den Marktplätzen, die wollen Herr Rabbi, Pastor angesprochen werden. In der christlichen Gemeinde geht es ganz anders zu. Lies mal Matthäus 23. Der Größte sei euer aller Diener. Sei euer aller Diener. Ja, ich liebe den Herrn. Ich gehe meine Straße fröhlich weiter. Kümmere mich gar nicht so groß, was da alles passiert. Schriftgelehrte und Pharisäer sind, halte ich fest, sind besessene Menschen. Die haben den Dämon. Ja, es steht in der Bibel geschrieben. Die sind hartherzig, sie, was weiß ich, halb erlöst und so weiter. Die sind sehr gefährlich. Sie machen Jesus Vorwurf, diese Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Besessenen. Warum bist du gekommen von der Zeit, um uns zu plagen? Guck mal, das war auch ein Besessener. Dieser Besessene kapiert etwas. Das hat nicht der Teufel aus ihm gesprochen. Das hat sein Geist aus ihm gesprochen. Dieser Dämon, verstehst du, der ihn so besetzt hat, der war so erfüllt von der Gerechtigkeit von Judaismus. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Der hätte schon, na jetzt, Jesus schon gekreuzigt und ans Holz gehängt. Sie machen Jesus einen Vorwurf. Diese Besessen, diese Anfänger, die Juden, die Halberlösten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und je besser einer der Bibel kennt, desto mehr Vorwürfe macht er Gott. Und warum ist nicht bei uns? Warum werden meine Gebete nicht erhört? Warum hat Gott mir nicht geholfen? Verstehst du? Und diese Schriftgelehrten, die Bibel kennen, die machen immer ein Fragezeichen. Sollte Gott gesagt haben? Stimmt das heute noch? Ist das wahr oder nicht? Ja, sie machen Jesus einen Vorwurf. Er kann ihnen nicht recht machen. Er tanzt nicht nach ihrer Pfeife, das ist der Herr Jesus. Er erfüllt nicht alle ihre Wünsche, auch wenn es in der Bibel steht, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir alles wohl machen. Ja,
ich habe alles gemacht und es passiert doch nicht. Und es wird doch nicht, es kommt nicht, wie ich gebeten habe. Da macht man Jesus so viele Vorwürfe. Ich habe so viele unerhörte Gebete. Wärst du hier gewesen, mein Bruder Lazarus, wäre nicht gestorben. Er ist gekommen, Jesus ist gekommen, den Willen Gottes zu tun und nicht unsere Wünsche zu erfüllen. Er ist nicht unser Diener. Der liebe Gott ist nicht so ein Automat, wo du oben 5 Euro reinsteckst. Ja, heute gibt es nicht. 2 Euro. 2 Euro steckst rein und dann kommt unten deine etwas raus. Verstehst du? Er ist kein Automat, das unsere Gebete erfüllt, verstehst du? Und da macht man Jesus so viel Vorwürfe, du hast mich nicht erhört, als ich gebetet habe. Wir kennen diese Geschichte, Spuren im Sand. Ich und Jesus, wir sind so wunderbar miteinander gegangen. Und plötzlich sehe ich nur noch eine Spur, wo bist denn du, als ich dich gebraucht habe? Als es hart und dreckig wurde, als es furchtbar wurde, wo warst du? Herr, wo warst du? Als ich dich so nötig gebraucht habe, als mein Haus brannte, als meine Tiere geklaut worden sind, wie beim Hiob. Wo warst du, Herr, die ganze Zeit? Jesus kam, um Gott zu dienen und nicht uns zu dienen. Und unser Auftrag, dein Wille ist, Vater, geschehe, dass wir Gott dienen. Dein Wille. Er kam, um uns zu retten, um uns heimzuholen, um uns zu heilen, um uns wiederherzustellen, um uns zu befreien. Deshalb kam Jesus. Er kam, um das Reich Gottes zu bauen, nicht mein Imperium. Oh Gott, ich will eine große, starke Gemeinde haben, einen hohen Turm, eine Kristallkathedrale. Er kam, um uns ans Ziel zu bringen. Seine Wege und seine Methoden sind nicht unsere. Ja? Mach Jesus keine Vorwürfe. Ich will dich runterholen. Er hat einen anderen Fahrplan, eine andere Methode für unser Leben. Er hat eine andere Arbeitsweise, als wir denken. Einmal gebetet und schon alles passiert. Schon kommt der Tieflader oder die Lieferung. Ja. Oder er arbeitet nach einem anderen System, hat ein ganz anderes Konzept. Das, was nichts ist, das hat er sich erwählt. Und das, was etwas ist, hat er stehen gelassen. Gott arbeitet an ganz anderen Plänen, nach ganz anderen Verfahren. Soll ich dir sagen, wie Gott arbeitet? Der erhitzt uns und kühlt uns ab. Und dann wieder, wir werden wieder erhitzt und dann kommen wir unter dem Vorschlaghammer auf dem Amboss Gottes und dann werden wir ein bisschen getrieben und dann wieder abgekühlt und wieder aufgehitzt, aufgeheizt und so weiter. So arbeitet Gott. So himmelhoch, hoch. Ja, auch Zentrum, zu Tode betrübt, Himmel, so läuft unser Diagramm, unser Lebensdiagramm. Kann es nicht anders. Ja, wir sollten die Art und Weise Gottes kennen, wie er arbeitet, wie er wirkt. Jesus ist konkret den Menschen in ihren Nöten begegnet. Er handelt schöpferisch, soll ich dir sagen. Pass auf. Ja, Herr, schöpferisch wirken. Boah, wenn ich das höre, schöpferisch wirken. Soll ich dir sagen, was das ist? Bei mir auf der Nachbarseite, auf der anderen Seite, da wurde ein Haus abgerissen und so weiter, bis auf den Grund und noch eine Grube ausgehoben, abgerissen. Und dann haben sie erst ein Haus hingestellt. Das ist schöpferisch arbeiten. Zuerst wird alles abgerissen, 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 dass nichts mehr da ist. Und dann erst beginnt diese schöpferische Arbeit. Zuerst wird alles zerstört. Das tut zuerst mal weh, zuerst wird die Grube ausgehoben, zuerst wird alles wüst und leer, nichts mehr da. Und dann erst baut der Herr diese Vorwürfe. Ich habe gedacht, du arbeitest anders, lieber Jesus. Ja, Jesus macht keine Flickarbeit. Verstehst du, dass er ein Kleid nimmt und dann näht er so einen neuen Flecken drauf? Jesus macht keine Flickarbeit, keine Pfuscharbeit. Unser Herr repariert auch nichts. Ich dachte, Herr, dass du das erneuerst, verstehst du, ein bisschen polierst, ein bisschen zum Glanz bringst. Nein, der Herr arbeitet total anders. Er schmeißt es weg und fängt was ganz Neues an. Das ist der Heiland. Unser Herr repariert nichts, er behebt nicht nur den Mangel. Nein, er fängt was ganz Neues an. Er nimmt vielleicht dieses Innengeweide, den Motor oder das Rückgrat, was da ist, nimmt und dann macht er wieder was Brauchbares, was Bleibendes. Denn er geht neue Wege mit uns. Das ist der Herr. Jesus stellt zuerst alles in Frage, bevor er uns antwortet. Meinst du es wirklich so? Ja, alles weg, 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 weg. Löse dich von allem, verkaufe alles, was du hast, komm und folge mir nach.
Macht Jesus keine Vorwürfe, ist mein Thema heute. Er hat eine andere Vorgangsart und Weise. All die an dem Prozess Jesu mitgewirkt haben, die waren für ihn nicht zuständig. Überleg einmal, der hohe Priester war nicht zuständig, der Pilatus war nicht zuständig, der Herodes war nicht zuständig. Die Soldaten, die haben nur ihren Auftrag ausgefüllt, waren auch nicht zuständig. Wer war wirklich für Jesus zuständig? Er wurde zwischen Pilatus und Herodes hin und her geschubst. Jesus ist für die Religion und die Obrigkeit nicht zuständig. Er wird nur hin und her geschubst. Eingesetzt, wie gerade gebraucht, auf Gott und der Teufel. Die Zuständigkeit waren eigentlich theoretisch klar beim Pilatus, aber Pilatus sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich bin nicht zuständig, ich will mit dem gar nichts zu tun haben. Er hat versucht, mit allen Mitteln Jesus zu begnadigen, er versucht ihm zu helfen, diesem armen Mann, der sein Königtum beansprucht, aber kein König ist. Ja, der gekreuzigte Jesus Christus, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 23, ist den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit und uns eine Kraft Gottes. Halleluja. Die erste uns erhaltene Kreuzigungsgestalt wurde in einer Katakombe in Rom gefunden. Der Gekreuzigte trägt einen Eselskopf und dazu eine spöttische Unterschrift. Alexemonos betet seinen Gott an, diesen Eselsgott. Das ist das erste Bild des Gekreuzigten, das wir haben, was uns überliefert worden ist. Hier verspottet einer einen christlichen Kameraden. Mobbing in der Antike war das. Er betet seinen Gott an diesen Eselskopf. Alexemos ehrt Eselsgott, verstehst du? Ja, ein dummer Gott, der dem nichts geholfen hat, dem nicht nachgegangen ist, der nichts davon hat, der sein Leben opfert für nichts und gar nichts. Denn welcher Gott ließe sich von den Menschen ans Kreuz bringen? Keiner. Keiner dieser gesamten Götter der antiken Welt. Aber dieser Alexamenus, der betet diesen Gott an, der sich kreuzigen lässt. Wer aber würde das machen? Würdest du so einen Esel anbeten? Entschuldigung. Einer der ältesten Graffitis aus Rom, eine älteste Darstellung, der Gekreuzigte. Jesus trat nicht als Held auf, er trat als Sklave, als Gekreuzigter, als Staatsfeind Roms auf, als Esel, Entschuldigung, dein Heiland als Esel. Herr Jesus, ich liebe dich, der versagt hat. Paulus beschreibt, wie verkündigen Christus den Gekreuzigten, der nichts kann, der nichts ist und so weiter, der versagt hat. Denn Jesus hatte für die, der sich um die mühseligen Beladen kümmert, um die schwachen, kranken, Verlierer, Außenseiter, nicht um die Starken. Den verkündigen wir euch. Macht Jesus keine Vorwürfe, dass er sich unter den armen Leuten mischt, unter den Unschuldigen oder Schuldigen, welchen auch immer. Du versündigst dich weiter, wenn du sagst, Herr, wenn du gewusst hättest, was das für ein Mensch ist. Weissage, wer hat jetzt dich geschlagen? Verstehst du, seine Ämter wurden verspottet, sein Wesen, seine Art wurde verspottet, nicht nur von diesem Kumpel da, von dem einen, der malt, wer seinen Gott anbetet am Kreuz. Verstehst du, lass dich das nicht nehmen. Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz für uns alles vollbracht hast. Du hast dich uns mit Gott versöhnt. Du hast den Mächtigen gezeigt, dass sie nichts sind, dass sie wertlos sind. Du hast sie öffentlich bloßgestellt und gezeigt, wie armselig sie sind und dass wir alle sterblich sind. Dein Tod ist nur die eine Seite der Medaille, die Auferstehung ist die andere Seite. Und in dieser Hoffnung, lieber Heiland, glauben wir, leben wir uns weiter und wir wollen damit dem Teufel das Handwerk legen. Wir wollen einfach sehen, was du getan hast. Du hast den Barabbas laufen lassen und du bist in den Riss getreten für diesen Barabbas. In dieser Hoffnung, Herr Jesus, wir schauen nach vorne und in dir findet unsere Seele Ruhe und Frieden. Lieber Heiland, ich lege auch all die Menschen dir hin, die heute noch irgendwo
ein Problem haben, die nicht weiterkommen, die dich nicht verstehen, die dir Vorwürfe machen, Heiland, wenn es dich gibt, wenn du existierst, dann begegne mir. Herr, so viele beten dieses Gebet, wenn es dich gibt. Dich gibt es, lieber Heiland. Aber wir müssen dich verstehen, wir müssen dich begreifen. Du bist ein unfassbarer Gott, ein wunderbarer Heiland. Und ich lobe und preise dich, dass du jetzt gegenwärtig bist bei all denen, die Zweifel haben, die Fragen haben, die die Welt nicht verstehen. Aber du verstehst sie und du lässt sie laufen. Du begnadigst sie. Du gibst ihnen Frieden, ewigen Frieden. Amen.